Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie Kirill und Chobi Hui. Kirill ist wieder bei uns und heute wollen wir Ihnen die Nachtmärkte in Taiwan vorstellen. Ja, richtig. Ja, also es ist schon so eine Besonderheit, die man als Tourist gesehen, also mindestens einen gesehen haben sollte. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war schon lange nicht mehr bei irgendeinem Nachtmarkt. Ich besuche eigentlich ganz selten Nachtmärkte. Jedes Mal, wenn ich zu denen gegangen bin, dann bin ich ja eigentlich mit meinen Gästen aus Ausland dort. Ich habe dann dadurch meine Gäste aus Ausland mal gezeigt, welche Besonderheit Taiwan eigentlich hat. Ja, also es bietet sich so immer ein bisschen an, wenn man halt Freunde aus Deutschland oder aus anderen Ländern da hat und die ein bisschen rumführen soll und den Tag ausklingen lassen will. Das ist ja vor allem ein Nachtmarkt, der ist dann abends immer sehr aktiv, den Tag ausklingen lassen will. Kann man die dann immer noch da rumführen? Man bekommt halt irgendwie was Besonderes oder was mutmaßlich Besonderes zu essen. Ist nicht immer für jeden Gaumen das Beste, aber man kann sich halt mal reinstürzen und es versuchen. Also es bietet sich schon sehr an, einen Touristen, den man am Tag rumgeführt hat, in allen möglichen Sehenswürdigkeiten, dann diesen Rumführtag im Nachtmarkt ausklingen zu lassen. Und da gibt es ja einige in Taipei und auch in den anderen Städten. Ja, das tue ich wirklich auch sehr oft. Also tagsüber haben meine Gäste zum Beispiel dann, was weiß ich, Taipei 101 besichtigt oder Palastmuseum oder diese klassischen Sehenswürdigkeiten für die Touristen. Aber abends besuchen wir gerne Nachtmärkte und man kann einfach hingehen und dann gucken, was es gerade gibt und dann kauft man sich. Ja, das ist schon mal lustig. Ja, also es bietet sich dann auch an, wenn man es eilig hat, auch die arbeitende Bevölkerung früher als ich noch keine Tochter habe und noch ein bisschen Zeit hatte, bevor ich nach Hause gehen konnte, war ich halt auch oft auf Nachtmärkten, man ließ sich inspirieren, was könnte man denn essen? Genau. Man kommt nicht mit einer bestimmten Absicht dahin, ich möchte jetzt unbedingt das essen, sondern man lässt es auf sich wirken und dann kann man irgendwann seine Auswahl treffen und auf die Schnelle auch was auf die Hand, in den Mund und man hat schnell sein Abendessen verzehrt, ja. Ja, genau. Abgesehen von dem Abendessen oder eine richtige Mahlzeit, man kann dort natürlich sehr viele Snacks essen und gibt es auch sehr viele Getränke dort. Also meiner Erfahrung nach kann man wirklich an einem Abend verschiedene Sachen essen, ja. Also Snacks, wie gesagt, mal so salziges, mal so Süßigkeiten und noch Getränke dazu. Und da kann man wirklich viel Zeit dort verbringen, ja, und Spaß haben. Richtig, ja. Ist aber dann auch noch preislich halt, hält sich noch so ein bisschen im Rahmen. Also ist nicht wie auf dem Oktoberfest, wo man 10 Euro dann erstmal für ein Getränk zahlen muss. Hier kommt man mit 1-2 Euro pro Tee, der berühmte taiwanische Bubble-Tee. So gibt es dort an jeder Ecke in allen möglichen Geschmacksrichtungen. Man kommt dann auch preislich immer ganz gut weg. Das ja, muss man sagen. Ja, also diese Bubble-Tee bekommt man dort auf jeden Fall und gibt es bestimmt viele Stände, die Bubble-Tee verkaufen und man kann dort auch viele andere Säfte kaufen und das schmeckt mir eigentlich schon immer gut. Und Taiwan ist so eine Früchte-Paradies, hat man ja sich selber so genannt. Da gibt es ja so viele verschiedene Früchte, aber auf der anderen Seite habe ich früher auch sehr oft gehört, dass so zum Beispiel auf den Shirin-Markt. Und da gibt es ein paar so Fruchtstände und die verkauften besonders teuer für die ausländischen Touristen. Und das wurde natürlich dann auch von vielen Seiten geklagt. Aber tatsächlich hatte ich früher solche Fehler gehabt. Ja, es ist auch so, Hygiene ist jetzt auch nicht immer so das Beste an solchen Nachtmärkten. Aber das macht auch halt so ein bisschen den Charme aus. Es kann schon immer mal passieren, dass auch so Ratten rumlaufen oder Schaben. Aber es ist, wer da jetzt so ein bisschen zart beseitet ist und damit nicht klarkommt, für den ist das halt nicht so unbedingt dann immer das Beste. Die Hygiene ist nicht wirklich immer der beste Standard, aber das macht auch so ein bisschen den Charme aus. Und ja, so durchaus mal versuchen, ja. Ja, kann man wirklich, muss man eigentlich auch probieren. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe so viele Deutsche zu verschiedenen Nachtmärkten in Taipei geführt, aber keine hat dadurch dann Probleme gehabt. Ja, also man erwartet, noch okay. Man erwartet das ja auch so ein bisschen. Es ist schon klar, dass es irgendwie nicht so ganz sauber zugeht, der Abfall
wird so schnell in eine Tonne gekloppt und so weiter, und Apfelschalen und Fruchtreste liegen dann auch oft überall rum. Das zieht natürlich schon irgendwie halt ein bisschen ein paar Tierchen, unerwünschte Besucher an. Damit muss man klarkommen, man wird meistens ja auch gewarnt so ein bisschen, ja. Aber Kyrill, früher als du vor ein paar Jahren noch oft Nachtmarkt besucht hatte, was hast du da immer dort gegessen oder gekauft? Also was ich immer sehr gern mochte, war der Heijiao Bing. Ah, Hujiao, so Pfefferkuchen. Ja, so Pfefferkuchen. Das klingt wie unser deutscher Pfefferkuchen, das ist natürlich eine Süßspeise in Deutschland. Hier in Taiwan ist es so, also übersetzt Heijiao Bing, Pfefferkuchen, ein Teigbrötchen mit Hackfleischfüllung, die dann dem Namen nach auch so ein bisschen scharf mit Pfeffer angesetzt ist und schmeckt eigentlich sehr gut. Man sollte nur nicht beim ersten, also frisch aus dem Ofen reinbeißen, weil das ist sehr heiß und es läuft die Fettsoße einen über den Mund und so weiter. Das ist schon sehr heiß. Man sollte da schon Geduld haben. Genau. Es ist so, wenn man es sich kauft, man hat Hunger, man hat Appetit, man möchte jetzt gerne reinbeißen, aber man wird dann dadurch bestraft, dass man doch nicht gewartet hat, dass es sich abkühlt. Denn von außen her scheint es noch ganz kühl zu, halbwegs kühl zu sein, nur von innen ist es noch brütend heiß. Mhm, ja. Das stimmt. Aber auch wie gesagt, du hast es auch richtig gesagt, die Fruchtsäfte, man kann sich auch welche mixen, man kann so sagen, ich möchte halb Mango und halb Melone und sowas, man kann seine eigenen Kreationen zum Teil machen, also auf Wunsch, auf speziellen Wunsch. Und dazu kann man auch sagen, mit 4 Eiswürfel oder gar kein Eis und ein bisschen Eis oder so. Ja, oder das auch kann mit man Milch nicht, und Yakult vermischt, das kann man auch immer mal gerne anfordern. No. Ja, also es gibt da schon, ist schon vielseitig und die Anbieter auch flexibel. Wenn du sagst, ich möchte, obwohl es nicht auf der Menükarte steht, ich möchte halb Kiwi und halb Mango, dann denkt er sich einen Preis aus, sagt, ja, okay, mach 50 oder 60 und dann mixt er dir den auch so zusammen und so. Ja. Ja, 60 oder 70, das sind ja ungefähr 2 Euro, ne? Ja, richtig. Ja, und dann man kann ja nach eigenem Wunsch eine eigene Kreation haben, ja. Und ich wundere mich eigentlich immer oft, dass die Taiwaner wirklich so flexibel und die wirklich sehr gutes Gedächtnis haben und Geduld haben. Also ich meine, man kann wirklich selber wählen, während das in vielen Ländern nicht immer so ist. Ja, genau, richtig. Ne? Richtig. Mhm. Ja, das ist in Taiwan auch wieder, da zeigt sich die Flexibilität von Taiwan. Natürlich ist Flexibilität manchmal auch oft so ein anderes Wort für Unorganisiertheit. Mhm. Aber ja, also man kann nicht beides haben, man kann nicht perfekte Organisation und Flexibilität haben, man muss da Kompromisse machen und Taiwan neigt da immer ein bisschen mehr in Richtung Flexibilität. Also ich besuche zwar nicht so oft Nachmärkte, aber wenn ich da bin, dann kaufe ich mir gerne auch Shenjianbao, also diese Teigwaren mit salziger Führung, also mit Fleisch und so weiter. Ja. Also eigentlich ähnlich wie diese Hujiao Bing. Hujiao Bing, ja, genau. Ansonsten trinke ich gerne Früchte, Getränke oder Milch. Ja. Und dieser Tee, der berühmte taiwanische Bubble Tee, geht ja sowieso immer und ist auch vor allem an heißen Tagen, die es ja in Taiwan nicht so selten gibt, immer auch sehr erfrischend und durstlöschend, ja. Also wenn ich auf einen Nachtmarkt gehe, dann ist meistens der Hujiao Bing, der Tee und ein Fruchtsaft, das gehört zum Standard. Da alles andere kann man mal gucken, muss man sich inspirieren lassen bei dem Angebot. Ja, genau. Ja. Aber es gibt dort eigentlich nicht nur die Stände, wo man, wie gesagt, diese Snacks kaufen kann, aber es gibt eigentlich auch schon so richtige Restaurants, also etwas billiger, aber die bieten auch sehr viele verschiedene Variationen an. Vor ein paar Jahren habe ich mal so eine kleine Gruppe Deutsche dorthin geführt und dort haben wir Japanisch gegessen und wir konnten sogar noch Sashimi essen. Ich habe mich nicht wirklich getraut, denen das essen lassen, aber die haben wirklich große Appetit an dieses Sashimi und andere Sushis und trotzdem das hat kein Problem gehabt. Also das schmeckte wirklich schon sehr gut und mit relativ niedrigen Preisen. Ja, Sushi ist normalerweise immer eher teuer, auch in Taiwan.
Aber es gibt dann tatsächlich da an den Nachtmärkten so improvisierte Restaurants, eigentlich nur ein Raum, so in der Häuserwand, wo Stühle und Tische stehen und eine Theke, wo der Fisch angeboten wird. Es ist sehr improvisiert, aber es gibt tatsächlich dann auch sowas, was man Restaurant nennen kann, wo man sich niedersetzt und von einer Speisekarte bestellt. Ja, genau. Genau, aber auf einem Nachtmarkt kann man nicht nur Snacks oder was essen bekommen, sondern kann man sich auch dort vergnügen. Ja, man kann auch allerlei Kinkerlitzchen, wir sagen Kinkerlitzchen, also Spielzeug oder Souvenirs kaufen, die man eigentlich nicht braucht. Es sind oder meistens ist es auch Piraterieware, also keine, man kann sich vielleicht eine Levi's Jeans kaufen, aber man soll sich nicht unbedingt sicher sein, dass es wirklich eine Levi's ist. Von Levi's ist, es kann auch eine Piraterieware sein. Mhm. Und es ist sehr viel Spielzeug, buntes, grelles Spielzeug, was man erstmal so nicht braucht, aber in manchen Momenten immer so verleitet wird, ach komm, ich für 30 NT kaufe ich mir das mal, genau, so als genau. Andenken. Ja. Ja. Das kann alles Mögliche sein, also sehr bunt, grell, japanische, mit japanischen Animes dekoriert und so weiter. Ja, also man kann alles Mögliche da kaufen und man kann Spiele machen. Es wird manchmal auch so dieses traditionelle taiwanische Puppentheater aufgeführt, genau, genau, und sowas. Genau. Ja, genau. Ja, apropos Puppentheater, da wurde dort auch sehr oft gespielt oder manchmal sogar ein so Taiwan-Oper kann auch dort aufgeführt werden. Und vor allen Dingen, wenn man genauer hingucken, dann könnte man bestimmt das feststellen, dass normalerweise auf einem Nachtmarkt, dann kann man irgendwo schon einen Tempel finden, sei es groß oder klein, aber das ist eigentlich auch der Grund, warum gerade dort ein Nachtmarkt entstanden worden ist, normalerweise neben einem Tempel. Also man traf sich früher im Tempel, tauscht man Meinungen aus. Tempel war eigentlich schon immer ein Treffpunkt für die Taiwaner, man dort noch was schnell essen oder überhaupt auch jede Vergnügung bekommen und so. Und dann hat sich langsam entwickelt zu einem Nachtmarkt. Und vor allen Dingen Taiwan liegt in subtropischer Zone, mhm, und es ist tagsüber im Sommer sehr, sehr heiß und Abend, dann hat man ein bisschen Abkühlung, hat man auch ein bisschen Lust rauszugehen und mit den Freunden zu treffen und dann auf dem Nachtmarkt oder im Tempel, vor dem Tempel, das ist natürlich ein super Ort, wo man sich treffen. Und du hast ja vorhin vom Puppentheater gesprochen. Ja. Puppentheater wurde daher auch oft dann vor dem Tempel oder auf dem Nachtmarkt gespielt. Ja, diese Puppentheater waren ja auch meistens immer Figuren. Also ich denke so an Guangong oder so, die auch in diesen Tempeln verehrt werden. Dann werden deren Geschichten erzählt. Und so wie ich das immer verstehe, sind die wohl auf Taiwanesisch, also auf Taiwanisch. Mhm. Also ich kann leider kein Taiwanisch, aber das wird so also im Brachialdialekt Taiwanisch vorgespielt. Ich kann halt nur die Bewegungen sehen, aber wirklich verstehen, worum es geht, das weiß ich dann oft nicht. Trotzdem ist es interessant, sich das anzugucken. Ja, ja, genau, genau. Und wir haben ja vorhin von den vielen Spielen gesprochen. Zum Beispiel Greifautomaten, da gibt es dort auch schon viel. Und Greifautomaten gibt es in Europa auch viel zu sehen. Ne? Also früher, vor 10 Jahren gab es wahrscheinlich gar keine, aber inzwischen gibt es schon. Mhm. Ja, es ist auch so ein Trend. Es gibt sogar zwei Sachen. Einmal diese Kapselautomaten, Gacha, oder heißen die, glaube ich, auf Japanisch. Das sind Kapselautomaten, wo halt so ein kleines praktisches Überraschungsei mit einem japanischen Comicfigur rauskommt. Die gibt es mittlerweile auch schon viel in Europa. Und auch diese Greifautomaten, was auch so, wo man meistens irgendwie japanische Anime-Figuren oder Comic-Figuren, Plüschtiere greifen kann. Das ist alles auch so ein bisschen ein Trend aus Asien, der derzeit in Europa Fuß fasst. Ist auch so, was so derzeit aus Japan, auch aus China oder Korea kommt, Musik und so, das ist derzeit durchaus populär in Europa, kann man sagen. Ja. Aber man muss natürlich sagen, während der Corona-Zeit ist die Zahl der Besucher dort natürlich dann zurückgegangen. Aber das ist doch auch vielleicht gar nicht schlechter für die Einheimische, weil der Anstrom ist klein geworden und da hat man ein bisschen mehr Freiraum und ist es weniger laut. Aber und man sieht es auch, früher zum Beispiel Schilling, ein großer Nachtmarkt in Taipei,
Der war wesentlich aktiver, als er jetzt ist. Jetzt sieht man, viele sind zu, also viele diese kleinen Nischen oder diese kleinen Zugänge, wo deren Stände, die Stände waren oder Restaurants, sind auch oft jetzt derzeit zu. Ob sich das jetzt wieder ändert, wenn Corona vorbei ist, aber im Moment erlebt man es tatsächlich so ein bisschen, dass es so ein bisschen abnimmt. Ja, genau. Also bisher haben wir von der Vergnügungsprogramme oder Theater, Puppentheater gesprochen und dann von vielen Snacks, Essen und Getränke. Was kann man dann auf dem Nachtmarkt noch machen oder finden? Ja, also eigentlich ist auch so ein bisschen, das Publikum sind meistens eher Jugendliche, würde ich sagen, heutzutage. Also es ist auch so, also vor allem, wenn man sich irgendwie abends treffen will, das ist, hast du auch schon richtig gesagt, wenn man jetzt nicht so einen richtigen Treffpunkt hat, man kann sagen ein Kaufhaus, das bietet sich manchmal als Sogo an, aber halt auch uriger, so ein bisschen klassischer, kann man sagen, wir treffen uns einfach auf dem Schilling-Nachtmarkt. Wenn man vor allem nicht weiß, was wollen wir eigentlich heute Abend machen? Gehen wir ins Kino, spielen wir, gehen wir was essen, man weiß es nicht. Man trifft sich einfach erstmal im Nachtmarkt, schlendert da rum und lässt sich dann so ein bisschen inspirieren von dem Angebot, das es da gibt. Also es ist ja vor allem auch dann abends nach der Schule sieht man dann sehr viele Schuluniformen. Ja, das stimmt. Ja, und die, also jede Schule hat ja ihre eigenen Rucksäcke, ihre eigenen Uniformen und daran erkennt man dann die ganzen Schüler, Studenten kommen von der Schule, aber gehen noch nicht direkt nach Hause, sondern treffen sich meistens immer noch erstmal, vor allem wenn je näher es gegen das Wochenende geht, auf dem Nachtmarkt. Das ist also auch wirklich schon so ein Treffpunkt für die jüngere Generation. Das stimmt. Und dort kann man nicht nur essen und sich vergnügen, sondern auch einiges kaufen, na, Andenken oder Klamotten. Ja, also die Anzüge. Man kann sich sogar Anzüge schneidern lassen. Schneiden lassen? Ja, also wirklich anpassen lassen. Es ist ja so, wenn man einen Anzug kauft, passt der nicht immer. Der muss ja ganz gut sitzen, damit man ein bisschen Eindruck macht. Und das hatte ich auch einmal da gemacht, hatte ich kurz vor einer Messe, bevor ich mit meinem Arbeitgeber auf eine Messe fuhr, habe ich mir da einen Anzug schneidern lassen, der von außen auch eigentlich ganz gut war. Aber wenn man so ins Innenfutter guckte, dann sah man auch so, es ist, war so ein bisschen auf die Schnelle hingenäht. Mhm. Man musste halt den Saum und den Gürtel und also die Taille so ein bisschen anpassen. Und das sah von außen auch ganz gut aus, wenn man so aber nach innen guckte, aber das sah ja keiner, außer ich halt, dann sah man schon, es war so ein bisschen auf die Schnelle gemacht. Aber trotzdem, durchaus wer einen billigen, also einen preiswerten Anzug will, der jetzt nicht gleich von Armani sein muss, klar, der sieht natürlich vielleicht nochmal eine Nummer besser aus, der ist auch da also ganz gut bedient, dass man sich da wirklich einen anschneidern lassen kann. Ja, also Kirill ist sehr groß für taiwanische Verhältnisse, ne? Und daher, du findest bestimmt nicht überall richtig, die Sache, die du brauchst. Also das fängt bei den Schuhen an, bei den T-Shirts und auch in Schilling werden sehr oft Produkte als XXL angegeben, wobei ich einfach sagen muss, nein, das ist es nicht. Also ich sehe da drin aus wie die Wurst in der Pelle, aber man muss da ein bisschen auch in Schilling, also in diesen Nachtmärkten, Kompromisse eingehen in diesem Falle, ja. Aber hin und wieder findet man doch was Passendes, ne? Durchaus, ja, genau. Ja, und daher lohnt sich vielleicht wirklich schon. Also Nachtmarkt besuchen, das ist etwas ähnlich wie die Deutsche, die nach dem Feierabend dann ins Bar gehen, dann eins trinken und bevor man nach Hause geht, da kann man auch tatsächlich so in Taiwan so tun. Ne? Ja, den Arbeitstag oder den Schultag ausklingen lassen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie nach Taiwan kommen als Touristen, dann müssen Sie eigentlich auch einmal einen Nachtmarkt besuchen und vielen Dank für das Zuhören, das, was wir heute am Mikrofon waren. Kirill und Chobi Hui.